scheren wie jedes Mal und uns nichts drum scheißen. Oh Gott, jetzt sehen wir schon ganz vulgär, so wie die Bauern. Ja, in Frankreich beschwert man sich sicher mit uns und geheim wird man uns noch beneiden. Immer zeige das Licht, da nimmt sich das keiner aus, sich als einfachen Bauern zu verkleiden. Der Bauernfrack besonders gut und ihr tragt ihn mit so viel Beachtung. Findet er? Dabei finde ich den Stoff ausgezeichnet. Er hält warm und ist sehr bequem. Ihr habt natürlich recht. Allerdings ist er so einfach. Gewiss, sehr einfach. Und doch sehr kleidsam und praktisch. Kleidsam und praktisch. Und farbenfroh? Überaus farbenfroh. Nicht wahr? Dieses Braun und dieses Braun. Ein sehr schönes Braun. Was ist der denn für einer? Er redet mir nach dem Mund, wie es mir passt, hat keine eigene Meinung. Kann er nicht sagen, was er sich denkt. Kein Rückgrat, keine Courage. So wird man am Hof, so bringt man es weit. Nicht wahr? Ja, richtig hässlich. Übertreibe es nicht. Lady Grace, würde Sie bitte wieder Ihren Platz einnehmen? Ich weiß schon Ihre Haltung nicht mehr. Ja, in Frankreich beschwert man sich sicher über uns und geheim wird man uns dort beneiden. In Versailles geht das nicht, da nimmt sich das keiner aus, sich als einfachen Bauern zu verkleiden. Doch versteckt uns Frankreich mit dem, was noch im Hof. Wir sind viel zu brüde und ein bisschen doof. Spanien wird zerfallen, das wird eine Idee. Dann bleibt man auf Deutschland, doch das gibt's ja noch gar nicht. Welcher König herrscht schon in Deutschland? Es schreibt der König von Frankreich, eure Kostümfeste sind das Grausamste, was es gibt. Schert euch zum Teufel, ihr blöden Engländer. Oh! Und hier von der Königin von Spanien, oh, ein Bauernfest bei dem Hof, welche bezaubernde Idee. Schicke er mir bitte ein Bild davon. Oh!